Ja, also Videolog 19.12., die zweite. Wir befinden uns hier gerade an einem Aussichtspunkt, wo ein ganz interessantes Phänomen zu betrachten gibt, zu beobachten gibt, und zwar das Fotophänomen. Und federführend sind hier die Chinesen. Wie hier auch zu sehen ist, die ganze Gruppe von Chinesen, die brauchen ewig und machen das mal 100. Der Jan nennt das dann. Jan, wie nennst du die Bilder? Wer sind das für Bilder? Instagram-Bilder. Instagram-Bilder, genau. Also werden da mal 150 Instagram-Bilder gemacht pro Person. Wird natürlich nichts dem Zufall überlassen. Nee, genau, genau. Jan, erklär mal, wie das hier läuft. Was passiert denn hier gerade? Ja, hier wird versucht, das beste Bild aus 100 herauszufinden. Da muss natürlich alles stimmen. Belichtung, Winkel, Grimassen. Ja, da muss halt alles sitzen. Erst dann kann man den Ort hier verlassen. Ja, also man sieht, hier spricht der Experte. Und es wimmelt hier nur von fotohungrigen Menschen. Die Sicht, die sollte ich vielleicht auch nochmal erwähnen, die ist natürlich auch ganz schön. Die sind also hier ein bisschen auf einer Anhöhe. Also wenn man hier runterguckt, ups, dann geht es nicht ganz schön runter. Ist auch nie ganz ungefährlich. Aber ist schon alles sehr schön. Naja, genau. Ist mal erwähnenswert, ist die Sonne. Ach ja, da oben, genau, da oben auf der Anhöhe. Da steht ein Schild, da habe ich auch ein Bild von gemacht. Was stand da auf dem Schild? View 1JD. Genau, enjoy the view for 1JD. JD, muss ich noch hinzufügen, ist ein jordanischer Dinar. Umrechnungskurs ungefähr 1 jordanischer Dinar ist 1,25 bis 1,3 Euro. Genau. Also, ist ja ganz spannend. 3 D-Mark muss man sich mal genau, du hast 3 D-Mark, genau, so ist das. Ja, ja. Aber die Sicht ist natürlich, also die Umgebung ist natürlich wirklich beeindruckend, das muss man echt mal sagen. Es ist überall diese Felsklüfte und diese Büsche, die da teilweise wachsen, noch mitten auf dem Felsen. Da fragt man sich, wo die eigentlich ihre Wurzeln haben. Und ja, das ist schon alles recht beeindruckend.